Und abwärts geht's in Blaupaufen. Genau, insgesamt gibt es im Spiel 73 Aussichtspunkte, die es zu synchronisieren gilt. So, und warum zeigt er mir ja, das finde ich ein bisschen scheiße. Na dann. So, hier geht's hoch. Jawohl. Ab geht's nach oben. Alleine zum Falschparkansage hier, geil. Wie fett ist das denn? Und wir sind oben. Ja, das kann er auch. Wie gesagt, er kann wesentlich besser und schneller klettern. Wie auch schon, wie ich aus einem Trailer vom dritten Teil erfahren habe, hatte Altair die Weisheit und Ezio das Können. Noch so ein Söldner, denke ich. Und die Aufmerksamkeit nimmt wieder ab. So, nächster Aussichtspunkt. Oh, verdammt, jetzt werde ich verfolgt. Ist natürlich doof. Hat er nicht gesehen, dass ich da rein bin? So ein Trottel, ey. Alternativkamera, wie mache ich das denn? Na egal. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß allerdings. Leonardos Werkstatt, genau. Leonardo. Welcher Leonardo kann das wohl sein? Es ist Leonardo da Vinci. Der hat auch eine Rolle. Allerdings kennt man ihn ja normalerweise so als alten Kerl mit einem Zottelbart. Na, das nur nochmal so. Als Randinfo. So kenne ich ihn zumindest. Das ist so das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich Leonardo da Vinci höre. So, und während er synchronisiert, trinke ich noch einen Schluck. Oh, er schwebt mit dem Fuß in der Luft. Oder aber auch drei Schlücke. Und abwärts geht's, was, wie ich sagen muss, auch wesentlich epischer aussieht. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine. So. 86, 85. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in die richtige Richtung. Alter, wie schnell er auch Leitern hochsteigen kann. Hopp. Hahaha, das sah schmerzhaft aus. So. Da geht's nicht hoch, alles klar. Noch so ein Kasper. Weg hier. Nicht, dass wir von denen entdeckt werden, ne? Aber ich glaube fast. Ja, gut. Da komme ich jetzt leider nicht. Ah, verdammt. Ey, Frechheit, okay. Trottel. Bam, bam. So. Buh, aufs Maul. Aufs Maul gibt's gleich. So, wo geht's hier jetzt hoch? Hier muss ich doch hoch, naja. Ach ja, da geht's schon mal nicht hoch. Ein bisschen nur, das Übliche. So ein total normaler Verrückter bin ich nur. Gut, da war ich wohl falsch.
Na, scheiße. Da komme ich irgendwie nicht hoch. Oder zumindest weiß ich nicht wie. Scheiße. Das ist natürlich ein bisschen nervig, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Egal, dann lasse ich das erstmal außen vor. Ich habe ja auch noch später die Möglichkeit dazu. Ich gehe jetzt erstmal zum Zielort und mache die restliche Synchronisation später. Zack, zack, zack. Alter, das Laufen macht wesentlich mehr Spaß. Das Klettern und so, das ist schon wesentlich besser. Noch wesentlich besser. Millimeterarbeit. Drahtseilakt. So, wo war sie jetzt hier? Wo musste ich dafür hin? Da unten. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Ah, geil. Der Humor ist sehr schön. Oh, Ezio. Na, dann interagieren wir mal. Oh, falsche Taste gedrückt. Na egal. Nein, verdammt! Ich verkacke hier die Quicktime-Events. Tja, so viel zu nur einer Minute, was? Der nächste Tag ist angebrochen. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt! Oh, sie hat einen Hauslehrer. Ist es denn wirklich so schlimm, dass Filiodulcane? Was soll das? Donate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Bitte, das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ehrlich mal. Ich meine, Ezio hat nur seine Tochter befleckt. Was ist denn da dran so schlimm? Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Aha. Wow. Alter Schwede, was für ein Sturz. Was für ein Sturz. So, wir ruhen uns hier eine Runde aus. Rennen freigeschaltet. Rennen sind jetzt verfügbar. Okay, da gucke ich mal kurz. Okay. Ups, ups, ups. Nee, ich komme schon klar. Ich gehe schon aus dem Weg. Wie sie mich so... tut mir leid, oh mein Gott. Obwohl ich sie angerempelt habe. So, sprechen wir mal mit Papa. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente. Cooler Vater, auf jeden Fall. Du musst sie ihm überbringen. Kein Problem. Kriegen wir hin. Wenn es erledigt ist. Alles klar, lauf, Bursche. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de Medici abgeben. Akzeptieren. Nehmen wir an und erledigen wir. Gibt's da irgendwie... Gibt keine Zeitbegrenzung, ne. Soweit ist es auch nicht weg. Ach so. Okay, cool.
Das ist hier noch in einem etwas unerforschten Gebiet. Oh, abgemault. Ja, das sollte so sein. Die sie alle so Schiss vor mir haben, regelrecht. Das ist voll heftig. Woo! Er ist hier! Oh mein Gott! Oh verdammt. Oh verdammt. Alter, Frechheit. Na los, na los. Greift mich an. Ich konter die einfach zu Tode. Also, K.O. Das ist einfacher. Na los, bam! So, kriegt's auch nochmal eine ab. So. Wie auch immer du meinst. Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurück erwartet. Ich werde es ausrichten. Alles klar. Dann, wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, Alter, wie er darüber läuft, wie ein Ninja. Und synchronisieren einfach hier, wenn wir schon mal da sind. Oh ja. Oh ja. Das sieht schon richtig geil aus. So, ich würde sagen, auf dem Rückweg kommen wir da noch so halb vorbei. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die nicht mit angezeigt werden. Wenn ich habe ja jetzt den Turm markiert, den Aussichtspunkt, und der ist jetzt nicht markiert hier irgendwie. Also Entfernung ist da zwar, aber nicht halt in welche Richtung ich laufen muss oder so. Das fehlt mir ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob man das noch irgendwie einstellen kann oder so. Frischer Fisch! Das kenne ich doch irgendwo her. Da ist er. Ach ja, das ist der Turm, auf den wir nicht hochkamen. Oder ich, vielmehr. Da muss ich nochmal ein bisschen rumprobieren eben. Da geht's schon mal nicht hoch. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das muss hier irgendwie beim Tor sein eigentlich. Der kommt mir bekannt der Blick vor. Von dem Kerl nicht. Alter. Muss ich die erst erledigen? Da! Auf ihn! Stirbt schnell, Capito! Ich habe in einer Viertelstunde ein. Hey, du! Hau endlich ab! So, Fresse halten hier. Hier komme ich schon mal nicht weiter hoch, glaube ich. Da oben geht's auf jeden Fall weiter, aber wie komme ich bis nach da oben? Hm. Ne, so nicht. So nicht, aber ich versuche nochmal was anderes. Vielleicht kann ich da jetzt auch noch gar nicht hoch. Aber wenn es mir angezeigt wird. So. Alter, das ist echt ein hoher Turm, aber ich habe da jetzt eigentlich keinen Nerv drauf rumzurätseln, wie ich da hochkomme. Deswegen stelle ich... Achso, da bin ich auch hingelaufen. Ich wollte ja eigentlich zu dem dahin. Na egal, jetzt bin ich viel zu nah am Zielpunkt, als dass ich es irgendwie ändern möchte. Deswegen geht es jetzt erstmal hier zum... wieder zurück nach Hause. So, wo ist der Eingang? Hier irgendwo da.